La 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 la. So. Dear Yabu LP, tonight at around 10 o'clock p.m., a rare and beautiful event will take place. The Moonlight Jellies will be passing by Pelican Town on their long journey south for the winter. We're all gathering at the beach to watch. You don't want to miss this. See you tonight, Demetrius. Also wir sollen 10 Uhr abends am Strand sein. Da gibt es dann so ein tolles Event. Wo man irgendwas mit dem, ja, mit dem Mond irgendwie. Du hast gerade mit der Hacke was kaputt gemacht. Ja, mit Pfeffer. Ist egal, war sowieso die letzte Chance. Hast du noch Hot Pepper oder kannst, hast du die Quest schon abgegeben? Ich hab eins jetzt, ja. Dann kann ich ja meine reinschmeißen. So, ihr Bockbox, einmal Platz machen bitte, der Meister kommt. Keine Eier? Lege faul. Bitte. In der Kiste sind noch Pfeffer, 5 Stück, und die möchte ich da noch auffüllen, ja? Ja. Okay. So, wir haben leider Sonntag, das heißt, heute werden wir auch nicht nachschauen können, wie viel wir für eine Kuh benötigen. Scheiße. Das heißt, wir müssen es dann wirklich am ersten Tage machen. Kein Problem, machen wir. Dann lass uns doch versuchen, ein wenig... Das wird ja alles dann jetzt zu haben, ne? Keine Ahnung. Ah, ne. Pia zum Beispiel hat auf, also vielleicht haben wir Glück. Dance of the Moonlight Jellies. So heißt das Fest heute Abend. Tanz im Mondlicht im Prinzip. Na toll, wetten, wir haben wieder keinen, der mit uns tanzt. Wir können miteinander tanzen. Also angeblich macht die um 9 Uhr auf. Das können wir also mal ausprobieren. Ha? Angeblich macht hier die Kutussi um 9 Uhr auf. Das heißt, wir können dann mal gleich gucken. Am Sonntag? Echt? Steht da. Open um 9 Uhr. Also haben ich gehe gleich mal trinken? Hin. Ja, ich gehe gleich mal hin. Und derzeit kannst du ja weiter mit deinen Bäumen da deine Zäune machen. Ich gucke aber gleich mal, ob das wirklich hinkommt, was du da machst. Weil ich glaube nicht. Bitteschön. Okay, bei mir hat es geschafft, auch angeblich von 9 bis 9 auf. Oh, es hat auf am Sonntag. Hat es auf. Ich hole mir jetzt einen Apfelkuchen. Einen Apfelkuchen. Apfelkuchen. Genau. Kurze Frage. Ist das der Baum hier? Für Herbst? Ja. Fall. Ist richtig. Eine Kuh kostet 1500. Du kannst eine Kuh kaufen? Ja. Machen anständigen Namen. Pong. Ja, nenne sie Pong. Ich nenne unsere Kuh Pong. Little Pong to her new home right away. Howdy. Schade, dass wir nicht noch 500 Gold mehr haben. Oh mein Gott. Wir haben jetzt eine Kuh namens Pong. Was stand denn jetzt in der Beschreibung dabei? Du hast jetzt einfach einen Baum gepflanzt. Was stand jetzt in der Beschreibung? Wie viele Felder müssen da frei sein? Ich meine, ich habe es ja gerade eben nur gesagt, lass uns das nochmal nachlesen und gucken. Weil das sieht mir zu wenig aus. Du hast ja nur ein Feld rechts und ein Feld links Platz gelassen. Und ich glaube, das waren mehr. Viel Nein, mehr. Ich hab zwei. Nee, da ist nur einer.
Wo sind das denn die zwei? Hier ist der Baum. Eins. Ein Feld. Hier ist Baum. Ein Feld. Ich kann ihn halt jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Ja, müssen wir aber hier irgendwie anders machen. Das funktioniert so nicht. Das heißt, ich muss jetzt nochmal in den Laden rennen. Kannst du bitte gießen? Weil dann laufe ich mal eben zum Laden und... Wo ist meine fucking Gießkanne? Okay, ich hab sie einsteigen. Und guck mal, wie jetzt der Platz dazwischen sein muss. Du bist halt da doch ein bisschen übereifrig manchmal. Und du bist einfach zu... Geh mir nicht auf den Sack. Zu... Hast... Ich hab zu viel Recht, meinst du? So. Apfelbaum. Acht. Ah! Aber hier steht diesmal nicht adjacent, sondern surrounding. Ich glaube... Du klar haubst? 8 surrounding. Dann hast du es, glaube ich, richtig gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Klingt jetzt aber erstmal so. Eight surrounding sind, glaube ich, die 8 umliegenden. Also muss in jede Richtung einer frei sein. Und dann tut's mir leid, dann hast du recht. Da habe ich dann jetzt einen Fehler gemacht. Leute, wir haben noch eine Sternfrucht. Das heißt, wir können morgen noch eine Kuh kaufen. Wir müssen aber auch noch andere Sachen kaufen, du Nudel. Ich bin keine morgen Nudel. Ist der Herbst, Mann. Ich bin keine Nudel. Guck mal bitte, oben rechts neben unserem Haus, was ich gebaut habe. Rechts neben unserem Haus. Was ist das, ein Bienenhaus? Ja. Echt jetzt? Ja. Wie funktioniert das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Yay, wir haben ein Bienenhaus, aber wir wissen nicht, was wir damit anfangen. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr Tepper, ne? 40 Holz, 2 Kupfer, das kriegen wir ja wohl hin. Weil ich brauche noch ein bisschen von diesen Zeugs. So, Holz. Und wie sah der Baum aus, wo du das jetzt bekommen hast? Okay. So, dann baue ich noch einen Tepper, nämlich noch an so einen Baum dran. Denn da muss man ja dann doch schon ganz schön lange warten, bis das fertig ist. Ja, es ist echt. Puh, Wartezeit halt. Und wir brauchen nämlich auch fürs Community Center einiges von dem Zeug. Alles, was jetzt noch steht, können wir eigentlich kaputt machen. Wie meinst du das? Auf dem Feld, heute ist der letzte Tag. Nee, vielleicht wächst bis morgen noch was. Meinst du? Vielleicht, ja. Ich würde es auf jeden Fall heute noch lassen. Man weiß ja nie. Warum hast du das Tor rausgenommen? Welches Tor?
Ja, ich hatte hier ein Tor reingemacht. Ja, Okay, ich möchte aber gerade mal kurz schon mal hier so ein bisschen anfangen. Hallo. Genau hier muss der Sprengler hin, wenn es wirklich so stimmt, wie du es erzählt hast von dem 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, da müsste der Sprengler hier hin. Von hier aus dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kommt sogar schon genau hin von der Fläche. Das heißt, genau hier, wo jetzt die Vogelscheuche steht, ein bisschen darunter, müsste der Sprengler hin. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen eins runter. Also hier hin. Warte. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann noch ein runter. Nein, hier. Nein, hier hin. Hier, hallo. 8 Schatten, auch schon wieder Telefon. Jedes Mal klingelt das Telefon hier. Bis gleich. Jo, und da sind wir wieder zurück. Also hier müsste der Sprengler stehen, hier wo ich jetzt stehe. Geh mal ganz kurz weg. Genau da. Und von hier aus dann nochmal... ich habe nichts zum... Doch, hier. Ich eins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, hier kommt wieder Weg hin, hier wo ich jetzt stehe. Geh weg. Ja. Und alles dazwischen müsste der Sprengler eigentlich sprenkeln. Dann brauchen wir nur einen. Ja. Denke ich auch. Haben wir noch genug Stein, um den Weg dann so zu bauen? Also es ist natürlich alles nur in der Theorie, dass das so funktioniert, wie wir uns das gerade vorgestellt haben, ne? Ich weiß ja, das ist irgendwie ein bisschen zu viel, oder? Das wirkt für mich auch ein bisschen zu viel, aber da steht halt 8. Ich meine, soll ich jetzt anders sagen? Hast du noch? Ja. Okay. Jetzt will ich noch genau einen. So. Kein Holz mehr. So, ich fände gut, wenn wir hier dann noch irgendwo ein Tor reinmachen. Oder dann macht zwei der, vielleicht. Ja, macht das. Machen wir vielleicht hier eins. Ich kümmere mich mal ganz kurz um unsere Kuh. Hier eins. Ja, mach das. Was braucht man denn nochmal für ein Tor? 10 Holz. Ich hab noch gar nichts zu fressen. Hast du ihn schon gezeigt? Nee, ich war noch nicht im Kuhstall. No, das können wir auch mal eben kurz machen. Guck mal Pong an. Ups. Pong darf heraus. So, da ist Pong. Pong schläft, aber ist glücklich. Der Kuhstall sieht echt gut aus, ne? Schön groß. Ich glaube, sechs Kühe. Wie viele passen hier rein? Vier? Vier. So, ich würde sagen, dann bringen wir den Tag schnell hinter uns, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Bienenhaus funktioniert. Muss ich da was reintun?
Nein! Was tue ich denn? Ich bin eine blöde Kuh. Du hast jetzt alles verkauft? So ungefähr. Was war das so alles? So ziemlich vielen Scheiß. Die Kohle habe ich komplett verkauft. Ich muss Kohle machen. Und ich würde eigentlich auch mal sagen, deine Werkzeuge nicht immer hier draußen in die Truhe rein. Da sind auch noch Stiefel, die ich dir, glaube ich, mal reingelegt hatte. Da drin. Und wenn du die Sachen nicht brauchst, dann bitte einfach zerstören. Ein Defense. Oh, okay. Ich glaube, die Schuhe kannst du sogar verkaufen in der Abenteuergilde. Auch Waffen kann man da verkaufen, habe ich jetzt gerade eben gesehen. Ich habe die immer zerstört, aber ich glaube, die kannst du da verkaufen gehen. Ja. So, jetzt bricht der erste Herbsttag heran. Scheiße, wir müssen zur Feier! Oh, ja, 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 da war ja noch was. Los. Oh, du, 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 du. Hoffentlich ist das noch. Haben wir noch Zeit? Total verpennt. Ja, das ist irgendwie... Ja... Bist du schon da? Fast. Ich bin da. Sieht schon cool aus. Ja, der Typ freut sich schon, dass die Moskitos dann alle weg sind. Hier ist Robin mit Demetrius. Sagen alle nur so Kleinigkeiten irgendwie. Was ist denn mit dem da oben schon wieder? I'm here to observe the Luna Luz. Oh, guck mal, sie ist alleine. Geh zu Lea, geh zu Lea. Aber ich habe kein Inventar oder so, ne? Wo ist denn Lea? Hier auf dem Steg? Ja. Hallo Lea. Alleine. Hey, I'm paying my respects to another Begun. Ach, Begun Summer. Ich kann aber nicht, ich hab nichts gebracht. Ich muss ihr mal wieder ein paar Geschenke machen. Ja. Was passiert jetzt eigentlich? Ja, das ist halt dieses Moonlight Jelly Fest halt, wo die dann diese Leuchten dann da drauf machen. Just sneak up when the jellies arrive. I don't want to bother anyone. Das scheint irgendein Spektakel zu sein, dass dann eben diese Lichter hier dann vorbeikommen. Marnie sagt, dass das viel zu viele Leute sind für so ein altes Dock, was hier noch steht. Und deswegen stellt sie sich da vorne hin, damit nichts passiert. Als ich fest war. Ist alles schon durchgesprochen? Ja. Oder hast du halt nur durchgeklickt, ohne zu lesen? Ich hab gelesen. Okay. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Aber es ist ja wirklich nicht wirklich viel jetzt hier, ne? Was man so sehen kann. Ich rede jetzt nicht jeden an, ich gehe jetzt einfach raus. War jetzt doch nicht so interessant wie erwartet. Achso, weil du rausgegangen bist, bin ich jetzt auch raus, oder was? Nee. Hä? Was ist denn, was passiert bei dir?
What do you think? Should I launch the boat now? Yes. No. Da kommen die ersten Quallen. Die Jellies, die im Mondlicht strahlen. Deswegen auch Tanz der Mondlicht-Quallen. Ich war die ganze Zeit am Überlegen, was war nochmal die Übersetzung für Jellies, aber Qualle, klar. Voll sweet, so cute. The glow of summer has faded now, and the moonlight jellies carry on toward the great unknown. Alles klar. Weg sind sie wieder, die Jellies. War aber schön, ne? Ja. Und damit ist der Sommer vorbei. Und jetzt folgt der Herbst. Mal.